Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe ja letzte Folge Cynthia ein weiteres Mal besiegt und auch erwähnt, dass man sie noch ein drittes Mal besiegen kann, wo sie noch heftiger ist. Aber ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob wir dafür schon bereit sind oder nicht trotzdem noch zu underleveled. Und genau deshalb werden wir jetzt erstmal Cresselia fangen. Sie ist ja nämlich hier oben. Sollte sie hier oben oder hier unten sein. Jetzt ist sie wieder unten. Ja, ich werde kurz Cresselia hunten und also nicht Shiny hunten, sondern einfach so suchen und jagen und fangen. Ich habe jetzt dafür extra nochmal Horrorblick erlernt, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hätte sie hier. Maybe? Ich weiß nicht, ob sie ein normales Theme hat oder ein Legi-Theme. Oh, da ist sie ja. Sieht so besonders aus, finde ich. Ja! Oder so ein riesiges Pokémon, in dem ganz normale Musik kommt. Ja, da ist es auch schon. Ich denke nicht. Oh, ohne Worte verstehen wir uns. Schön. Ich denke nicht, dass das schwierig sein wird mit Cresselia. Erstmal Horrorblick, damit es nicht fliehen kann. Zack, du bleibst schon da. Dann Tiefschlag mit Scorpio. Und das war's. Dann einfach Bälle werfen. Oh, jetzt habe ich den Flop. Nee, Flopper macht gar keinen Sinn, merke ich gerade. Nee, ich habe nichts vergessen. Flopper macht keinen Sinn. Da ist sofort wieder weggerannt. Und ich will ja, dass es da bleibt, damit ich einen langen Kampf habe. Ja, es ist halt ein bisschen lame, dass das normale Theme hat. Aber dann ist es halt so. So, damit ich es nicht gleich umbringe, weil es nur Level 50 ist. Trugschlag. Oh, aber ich mache echt. Was? Ach so, ich muss damit Traumagil drin bleiben wegen Horrorblick. Oh. Schneide ich raus vielleicht. Da habe ich es wieder. Ey, das hat wirklich lang gedauert. Ungelogen, ich bin die ganze Zeit nach oben, unten gefahren mit dem Fahrrad, bis ich es immer wieder finde. Okay, ich kann es also nicht großartig schwächen, weil ich nicht rausswitchen kann und nur meinen Traummagie-Horrorblick erlernen kann. So. Nach dem Kampf werde ich sowieso wieder Horrorblick wegmachen. Eigentlich muss ich es ja schwächen, ne? Wisst ihr was? Ich werde es jetzt versuchen. Ich werde es versuchen zu schwächen. Wenn ich es kill, dann habe ich es jetzt gekillt. Strahl. Das ist mein schwächster Move. Okay, ich kill es definitiv nicht. Das ist sehr gut. Sehr gut, dann kann ich es nochmal angreifen, ja. Und immer wieder einsetzen, bis es dann im roten Bereich ist. Aber ich habe nur Angst, wenn ich quitte. Weil ich meine, wenn es down ist, dann respawnt auch Cresselia nicht mehr. Meine ich. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob man Cresselia nur im Event bekommen kann oder auch ohne Wab. Ich glaube auch ohne. Ich denke schon. Ja, das ist halt blöd, dass ich die ganze Zeit heilen kann mit Mondschein, ne? Aber was soll ich machen? Na, es kann sich nochmal heilen. Das war aber das letzte Mal. Das sollte ihre letzte AP für Mondschein gewesen sein. Immer weiter rauf da. Bin das nur ich oder sieht ihr Kopf aus wie eine Banane? Irgendwie schon, oder? Oh. Ich muss mich gleich heilen, weil wenn ich down bin, dann zählt Horrorblick nicht mehr. Also Cresselia ist definitiv schwerer als Vesprit. So ein bisschen habe ich das Gefühl, ihre ganzen AP gehen aus. Und das wäre sehr schlecht. Ah, dreimal! Oh, mies. Ich sterbe. Ich muss jetzt mal heilen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt raus oder jetzt fliehen würde, würden, glaube ich, ihre APs wieder resetten. Aber ihre Leben wären immer noch gleich. Ich glaube, so ist es, wenn ich jetzt fliehen sollte. Also, ich glaube, das tue ich auch gleich, wenn sie sich struggelt. Oh. Ich hab's. Yes. Hat ein bisschen gedauert, aber es hätte schlimmer gehen können, finde ich. Und da haben wir Cresselia. Im Flug geben seine? Ist doch eine Sie. Schleierartigen Flügel schimmernde Partikel ab. Man sagt, es verkörpere die Mondsichel. Ja. Ich habe gerade keinen Namen für dich. Geh in die PC-Box. Und das war Cresselia.
Ich habe das zwar nie erwähnt, aber wenn ihr Manopfi haben solltet, das hat man am Anfang von BDSP bekommen, als das Spiel neu rauskam. Falls ihr ein Manopfi haben solltet, könnt ihr es bei der Hotleiterin reinschauen. Ein Manopfi zusammen mit einem Ditto. Muss ein bisschen bezahlen, aber ist eigentlich sehr billig. So. Ihr kennt das bestimmt schon alle, wie das funktioniert mit Eierbrüten. Ja, aber Manopfi kann ein Ei brüten. Doch was wird dann daraus rauskommen? Wenn er so guckt, hat er übrigens ein Ei für euch. Ein Pokémon-Ei. Und dieses Ei sieht ganz normal aus irgendeinem Grund. Nur das Manapfi-Ei selber ist blau. So, ihr könnt jetzt unendlich viele von diesen Eiern machen. Und jetzt werde ich es kurz ausbrüten und euch zeigen, was dabei rauskommt. Und wenn es dann soweit ist, wird es schlüpfen. Und dort schlüpft ein Fione. Ein basically Manapfi in schlecht. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich einfach nur Manapfi in schlecht. Es ist in warmen Meeren zu Hause und bläst den Schwimmbeutel am Kopf auf, um sich bei der Nahrungssuche auf den Wellen treiben zu lassen. Nachdem man sein Ei gebrütet hat, kann man sich übrigens hier auch eine Pocket-App mitnehmen. Sag mal, findest du den Pokémon-Hard auch so toll wie ich? Ich habe da neulich was Nützliches ergattert. Schau mal, das ist die neueste App der Pocket-Gesellschaft. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Pokémon-Hard entwickelt. Da du den Pokémon-Hard auch so toll findest, kannst du das hier haben. Da kriegt man nämlich Eierstatus. Der Eierstatus zeigt dir die Pokémon an, die du im Pokémon-Hard abgegeben hast. Genau, das ist die App. Normalerweise zeigt das hier halt so links und rechts so zwei Pokémon an und sagt dir halt immer sofort, wenn da ein Ei gebrütet ist. Aber ich habe euch ja schon gesagt, wenn der Opa hier so Richtung hier hin guckt normalerweise oder allgemein sich einfach ein bisschen umdreht, dann bedeutet das eigentlich automatisch auch, dass er ein neues Ei bekommen hat. Und ansonsten kann man sie halt sofort sehen, falls ihr drauf Bock habt. So, aber es gibt ja noch viele, viele Pocket-Apps, die ich noch gar nicht besitze. Und ich würde sagen, einfach damit wir es vollständig haben, suchen wir noch die restlichen Pocket-Apps, die mir fehlen. Hierbei ist anzumerken, dass es hier in Brilliant Diamond Shining Pearl nicht die exakt gleichen gibt wie damals. Also viele gibt es hier immer noch, aber viele wurden auch weggestrichen. So, hier bei den Hotels kann man nämlich nach unten gehen und dann wird man schon bemerken, dass es hier rechts ein Item gibt, was wir noch gar nicht besitzen. Man sieht aber auch, dass man von hier aus einfach Kraxa einsetzen kann. Das ist mir nicht aufgefallen, aber ist auch sehr, sehr böse versteckt, finde ich. Aber wir sind hier nicht fürs Item, sondern wir sind hier für dieses Haus. Und das Haus ist sehr interessant. Dort leben nämlich zwei sehr edle Menschen mit ganz viel Geld. Die meisten Zimmer waren schon ausgebucht, deshalb mussten wir uns hiermit begnügen. Aber solange wir alleine sind, ist mir das egal. Also, wenn du da noch endlich verschwinden würdest. Ja, ich brauche die Münze nicht mehr hier. Nimm sie einfach, okay? Wir kriegen eine Pocket-App, Münzwurf. Dafür, für den Tausch, dass wir hier fliehen. Dass wir einfach gehen von diesem Haus. Der Münzwurf kann dir dabei helfen, faire Entscheidungen zu treffen. Und die beste Entscheidung wäre, dass du dich verziehst. Okay. Aber hier stört uns wenigstens jemand und wir können in Ruhe reden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, so viel Zweisamkeit genießen zu können. So, die geben nämlich einen die geilste App ever, weil... Die zeige ich euch mal. Moment, nicht die? Auch nicht die. Auch nicht die. Auch nicht die. Hier kann man übrigens alles machen, was man will. Das ging früher nicht. Ah, man hat hier diese Carpenter-Münze. Und die landet entweder auf dem Pokéball oder auf Carpador. Also, habt Spaß damit. Ist auf jeden Fall eine richtig coole App, finde ich. So, aber wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch mal auch mal die ganzen anderen Kraxler-Stellen uns anschauen. Denn hier im Hotel... habe ich ein paar Sachen nicht mitgenommen. Zum einen ist der Pokéball, aber da rechts ist ja auch noch was. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, aber ich kann mal kurz gucken. Und ich will überlegen, ob es noch irgendwas anderes zu tun gibt. Ah ja, genau. Dieser Frau kann man übrigens helfen. Das wusste ich auch selber gar nicht. Aber tatsächlich kann man ihr helfen. Ah nee, das hier ist für was anderes. Das ist ein unsichtbares Item. Okay. Genau. Hier kann man nämlich helfen. Und zwar mit dem unsichtbaren Itemfinder. Wo war denn der? Hatten wir gerade noch. Hier, mit dem hier. Kann man hier irgendwo, glaube ich,
ihre Schlüssel finden. Ich dachte, das war einfach nur so ein NPC, aber tatsächlich kann man wirklich ihre Schlüssel finden und ihr helfen. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. Ich meine, es war hier. So. Mal gucken, ob hier der die Schlüssel sind, nachdem sie sucht. Oh lol, man. Oh mein Gott. Oh mein. Was? Man hätte hier einfach rübergekommen und ich hab's nicht gecheckt. Oh Gott. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Ne, hier kriegt man nur einen Sonderbonbon. Dann muss ich nochmal nachschauen. Okay, hä? Ich habe überall random A gedrückt, weil mir das Itembretter nichts angezeigt hat. Und ich habe es gerade gefunden. Sorry, dass ich das nicht aufgenommen habe, aber das war random. Hier liegt einfach der Hotelschlüssel rum. Aber der wurde mir nicht angezeigt auf dem Itemradar. Das ist sehr komisch. Aber ja, der Schlüssel ist für diese Dame hier. Also gehen wir einfach zurück, damit sie endlich nach all den Monaten wieder nach Hause kann. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe meinen Hotelschlüssel verloren. Ich warte schon so lange. Oh, das ist der Schlüssel zu meiner Hotelsuit. Du hast ihn für mich gefunden. Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Kann ich rein? Oh ja, kann ich. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht hier, deshalb bin ich gespannt, was ich bekomme. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein Fest. Dankeschön für dich. Ein Lava-Keks. Weil ich auf einem Spaziergang die Landschaft genieße, gehe ich manchmal etwas zu unachtsam mit meinem Zimmerschlüssel um. Einen Lava-Keks. Ein Lava-Keks. Eine Spezialität aus Bad Lavastadt, also aus Gen 3, glaube ich, die alle Schadensprobleme eines Pokémon halt. Einen einzigen Lava-Keks. Das hat sich nicht gelohnt. Machen wir weiter mit der Pocket-Jagd. Die nächsten zwei kann man hier in Sonneweg bekommen. Hier gibt es nämlich irgendwo, ich weiß nicht wo, ich muss jetzt suchen, einen Wissenschaftler, mit dem man reden kann. Der möchte ein paar gewisse Pokémon sehen, dafür, dass er dann einem die Pocket-Apps gibt. Ich werde kurz suchen und ich sage, wo er ist. Hier hinten in der Ecke, in diesem Haus, wo man nur mit Kraxler hochkommt, findet sich ein Professor. Mal sehen. Ich würde gerne einen Blick auf ein navives Pokémon werfen. Genau, und jetzt müssen wir ein naives Pokémon mit uns haben. Ich werde mal ganz kurz gucken, welches das bei mir wäre. Zufälligerweise ist mein Shiny Sonic ein naives Pokémon. Ja, schau es dir an. Ja, dein Shiny Shaman hat wirklich ein naives Wesen. Danke. Dafür füge ich einem Pokédex diese Zeichenbrett-App hinzu. Okay, immer noch sehr komischer Dude. Der macht mir ein bisschen Angst, aber danke fürs Zeichenbrett. Am Zeichenbrett kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja, kann ich das? Ah, hier. Touch. Und jetzt? Gerade hier zeichnen. Hier, wir malen ein kleines Strichmännchen. Mit Controller zeichnen ist schwierig. Oder so eine Blume, Feuerblume. Blub, blub. Kann nichts auch wieder wegradieren oder geht das automatisch weg nach einer Zeit? Okay, keine Ahnung, aber man kann ja auf jeden Fall rumkritzen, wenn man Bock hat. Ich glaube, das geht auch nach einer Zeit weg, oder? Ah, man muss da mehrmals drauf drücken. Ich kann sogar mit dem D-Pad. Das ist ja cool. Okay, ich drücke da einmal drauf, dann wird es so leichter angezeigt. Noch einmal, dann wird es dunkel. Und noch einmal wird es noch dunkler. Und danach geht es weg. Okay, ihr könnt euch hier austoben, wenn ihr Bock habt. Ja, dein Traummagier ist wirklich ein grausiges Wesen. Ich schenke dir nochmal die Roulette-App dazu. Okay, danke. Du kannst das Roulette selbst beschriften und dann den Drehzeiger entscheiden lassen. Genau, das habe ich mir auch angeschaut. Das ist richtig, richtig cool. Vielleicht sogar noch besser als der Carpador, obwohl der ist schon schwer zu toppen. Man kann jetzt irgendwas draufschreiben, zum Beispiel Sub. Ich kann anscheinend nicht schreiben. Das ist jetzt ein U hier, Sub. Oder Nick. So, wollen wir doch mal gucken, was ihr davon machen müsst. Und stopp. Ihr habt ihn gehört, Leute. Alle das Video liken. Eines Tages wird das mehr Pocket-Apps als Pokémon-Arten geben. Das glaube ich nicht. Und wisst ihr, wo wir noch nicht waren, wo man aber die letzten Pocket-Apps bekommen kann?
Hier unten, bei Sandgärme, geht's ja mit einem Weg nach ganz nach rechts. Da ist auch ein Haus. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, da gehen wir mal hin, oder? Da kann man schon so früh hin. Ab dem Zeitpunkt, wo man einen Surfer besitzt. Oh. Hi, willst du reden? Nein? Okay, gut. Ich dachte gerade so, dass da noch irgendeine Katzen oder so kommt. Nee, nee. Genau, hier nach unten geht ihr. Falls ihr noch an diesen Ort von Folge 1 oder 2 erinnern könnt. Das waren noch Zeiten. Also, wenn ihr Surfer habt, könnt ihr dort schon hin. Aber ich kann doch jetzt schon sagen, wenn ihr nicht alle Orden habt, macht das nicht so viel Sinn. Außer halt, dass die beiden hier kämpfen wollen. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen, aber meine Pokémon können das richtig gut. Das ist sehr schön für deine Pokémon, aber ich glaube nicht, dass mich das interessiert. Und ja, ich werde die Kämpfe hier wahrscheinlich vorspulen. Einfach, weil, naja, ich mache alle One-Hit. Ich meine, guckt euch den Levelunterschied an. Ne? Also, ja. Anscheinend nicht gut genug. Meine Mutti sagt, dass Professor Alba ein gutes Herz hat. Und du? Ich mag meinen Schwimmreifen und außerdem bewundere ich Quallen-Pokémon. Halt die Qualle. So, das waren nochmal die beiden. Ich lasse mich treiben. Okay. Ciao. Ich wünschte, Professor Alba würde mir eine Burg jetzt geben, aber er macht mir irgendwie Angst. What? Wie kann der Professor Alba bitte Angst machen? So, ich hoffe, das waren die einzigen Trainer, weil ich weiß nicht, wie viele hier existieren. Jetzt mal direkt mal einen Top-Schutz ein. So. Oh Gott, hier kommen noch mehr. Ich will die ungern nochmal bekämpfen, weil die beiden waren schon ziemlich unnötig. Okay. Ich skippe die jetzt fürs erste Mal. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwen jetzt jucken würde, die zu bekämpfen. Jetzt dreht so locker nach oben direkt. Nee, oder nicht? Okay. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen verpassen, dadurch, dass ich alles skippe. Aber wenn ich jetzt alle machen würde, dann würden wir nichts anderes mehr in dieser Folge erreichen. Und das ist nicht Teil meines Plans gewesen für heute. So, genau, ihr könnt die alle hier besiegen. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch machen sollen. In dem Moment, wo ich Surfer bekommen habe, damit ich hier schon leveln konnte. Aber das habe ich nicht gemacht. Ist auch nicht schlimm. Ist das hier das Haus? Ich glaube nicht, aber wir gucken mal rein. Wir können auf der Karte gucken, wo wir gerade sind. Ob das Haus ist oder nicht. Vielleicht. Ich sehe es vor mir. Die heutige Nummer lautet 29. Sagst du mein Pokémon auf Level 29, gebe ich deine Belohnung. Ich kann mal nachgucken. Dieses random Charmin, was ich besitze, ist Level 29. Gibt es mir was Cooles? Der Charmian befindet sich tatsächlich auf Level 29. Das ist wirklich bemerkenswert, so hoch schon. Als Belohnung dafür, dass du mir dein Pokémon gezeigt hast, gebe ich dir einen Schwarzgurt. Oh, Schwarzgurt ist, glaube ich, ziemlich gut als Item. Cool. Pokémon mit hohem Level haben irgendwann auch mal mit niedrigem Level begonnen. Pokémon mit einem niedrigen Level wiederum werden an Stärke gewinnen. So funktioniert das im Leben, mein Kind. Komm morgen wieder. Okay, ich schätze mal, bei ihm kann man random Items bekommen oder so. Bei mir kannst du Items gewinnen. Schwarzgurt versteckt Attacken vom Typ Kampf. Expertengurt kann man noch bekommen. Versteckt sehr effektive Attacken, was auch noch geil ist. Fokusgurt noch geiler. Verhindert, dass der Träger bei vollem KP durch eine K.O.-Attacke kampfunfähig wird. Das haben wir auch schon öfter in der Liga gesehen. Okay. Okay. Was gibt's hier noch? Ja, neu einsetzen bitte. Ich möchte keine 20 Pokémon sehen im Kampf. Ich gehe, glaube ich, oben lang. Ich hoffe, unten ist nur ein Item. Und Bären sind da halt unten. Oh, ich muss. Was? Ich muss kämpfen? Oh, bitte nicht. Warte. Ich gehe nochmal unten lang. Kann ich einen von denen skippen oder muss ich gegen einen von den beiden auf jeden Fall kämpfen? Ja, muss ich, oder? Ja. Die drehen sich immer extra um, aber. Die verarschen nur. Du beabsichtigst mich zu schlagen? Ich bin ein Ass-Trainer, wie du weißt. Bitte lass mich in Ruhe. Ich weiß, ich wollte alle Trainer besiegen. Bla bla. Bei euch habe ich keinen Bock. Ich sag's, wie es ist. Gegen die habe ich alle gar keinen Bock.
So, Kampf vorbei. Lass mich durch, Franziska. So wie ich das sehe, muss ich die Niederlage akzeptieren. Ja, ja, komm, laber nicht, lass mich durch. Was kannst du den Talenten eines Astrainers, sich von Niederlagen nicht runterziehen zu lassen? Ja, ja, ich weiß, komm, lass mich durch. Und es war wirklich nur für ein Item? Oh, aber gutes Item. Kreuzschere, TM. Kreuzschere ist ein nices Attackchen. So, ja, komm, machen wir den jetzt auch noch. Wir sind nämlich da. Da oben ist das Gebäude. Man bezeichnet mich als Astrainer. Ich demonstriere dir nur die Fähigkeiten, die mir diesen Titel eingebracht haben. Ja, komm, sprüh davor. So, das war dann nochmal wieder Fred. Ich bin grün von Neid angesichts deines Talents. Wird einfach besser. Die Fähigkeit, sich durch harte Arbeit zu verbessern, ist ein Talent an sich. Okay, und hier sind wir. Sieht aus wie ein Pokémon-Center, aber das ist es gar nicht. Es ist Hamanasu's Park. Oder Hamanasu Park. Ein Ort für neue Anfänge. Im Englischen heißt es Ramanas Park. Und ich finde, Ramana geht einfach über die Zunge als Hamanasu. Deshalb werde ich ihn wahrscheinlich die ganze Zeit auch Ramana nennen. Aber eigentlich heißt er überall Hamanasu Park. Nur im Englischen nicht. Und deshalb, dass du Bescheid wissen. Ja, das ist ein riesengroßes Gebäude hier. Oh, Professor Eich? Ah, Maike, das ist er. Der Hamanasu Park. Dieser Ort soll in einem besonderen Verhältnis zu anderen Regionen wie etwa Kanto oder Höhen stehen. Auch mit den Untergrundhöhlen scheint er auf eigenartige Weise verbunden zu sein. Vielleicht gräbst du ja Schätze aus, wenn du dich unter die Erde begibst oder du entdeckst sonst noch etwas Neues. Und wer weiß, womöglich verhelfen diese Funde dir wiederum zu rätselhaften Begegnungen? Halte das im Hinterkopf. Schön, dass du uns besuchst. Ja, zum Dank schenke ich dir diesen Pokeradar-Zähler für deinen Pocket. Einen Pokeradar-Zähler kriegt man hier, okay? Der Pokeradar-Zähler wertet die Ergebnisse deines Pokeradars aus. Ich werde auch eine Weile in Ewigenau bleiben. Hier kann ich die Zeit gut nutzen und die Pokémon der Sinnoh-Region studieren. Okay, ciao. Na gut, jetzt haben wir schon bekommen, was ich wollte. Jetzt können wir einfach wieder gehen. Also, theoretisch. Das hier haben wir jetzt bekommen. Das ist sehr wichtig, diese App fürs Shiny-Hunten. Mehr kann ich aber auch nicht so sagen, weil ich mich nicht groß auskenne. Ich bin extra von weit her angereist, weil ich selten mit Pokémon beginnen wollte. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass dieser Ort derart rätselhaft ist. Man verliert jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Und Diamant und Perl, was? Echt? Hallo, hier kannst du die Enigma-Fragmente gegen Platten eintauschen. Was? Gegen was? Das sieht aus wie so eine Game Boy Advance Card, Bitch. Voll geil. Hä, okay. Genau, dieser Park war früher dafür gedacht, also früher war das einfach nur der Park der Freude. Hier konnte man früher seine Pokémon von Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot und Blattgrün rübertauschen zu Diamant, Perl und vor allem auch zu Platin. Aber das ging auch nur mit dem DS, der unten auch so eine Cartridge-Slot hatte für die Game Boy Advance Spiele. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau, und dann musste man hier so ein richtig nerviges Minispiel spielen und dann erst hat man sie bekommen. Ja, ziemlich unnötig, wie ich finde. Hätte es auch einfacher machen können, aber dieser Ort ist dafür eigentlich gedacht, aber naja, weil mein Remake einfach, wenn es irgendwann mal endlich erhältlich ist, weil man dann einfach Pokémon Home benutzen kann, wenn es dann erhältlich ist, wie gesagt, es dauert ewig. Ja, dann kann man hier einfach so über Pokémon Home alles rumtraden. Da braucht man diesen Ort hier gar nicht. Deshalb ist er jetzt umgebaut worden zu etwas ganz Besonderem. Das wir bestimmt noch herausfinden werden. Deshalb werde ich es noch nicht sagen. Okay, hier kann man ganz normal Sachen kaufen, wie ein normaler Shop. Okay. Der Hamanasu Park ist eine wahre Freude. Trainer und Pokémon sind hier voller Eifer bei der Sache. Weißt du, es gibt da so ein paar Pokémon, die ich noch nie zu Gesicht bekommen habe. Würdest du sie mir bitte zeigen, falls du an sie gelangst? Mal überlegen. Ein Pokémon, das den lieben langen Tag nichts anderes tut, als essen und schlafen. Wie ist das Pokémon noch gleich? Wer hat dir auf der Zunge? Ja, relax so halt, ne? Okay, dann zeige ich ihr mal kurz ein Relaxo. Ja, habe ich überhaupt eins? Nee, gerade habe ich dieses Relaxo noch nicht, aber ich werde es mir gleich holen und es ja dann zeigen. Das machen wir jetzt gleich. Ich rede noch kurz noch mit den anderen. In den Grotten sind rätselhafte Sockel platziert. Was sie wohl zu bedeuten haben? Gute Treppe.
Der Hamanasu-Park. Ein stilles Paradies, in dem man faszinierenden Pokémon aus fernen Landen begegnen kann. Mir gefallen besonders die Pokémon aus Kanto und Höhen. Bei dem Gedanken an weit entfernte Orte gerate ich immer ins Schwärmen. Also bei solchen NPCs würde man denken, man könne ganz normale Pokémon aus anderen Generationen fangen, aber es ist mehr als das. Ich bin mit meinem Papi hier, um mir die Hamanasu-Rosen anzuschauen. Wir werden auch zusammen mit unserem Pokémon ein Foto machen. Cool. Meine Tochter liebt den Hamanasu-Park über alles. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht herkommen will, um die Blumen zu sehen. Der Duft der Hamanasu-Rosen ist nicht das Einzige, was all die Besucher in diesem Park führt. Hier kann man auch Menschen und Pokémon aus den verschiedensten Orten antreffen. Und bei diesen geheimnisvollen Grotten packt einen natürlich die Neugier. Also wenn man hier in den Untergrund geht, wenn man da reingeht in die Hamanasu-Park, dann passiert irgendwas Cooles. Das werden wir uns auch noch anschauen. Genau, dieser Typ würde eigentlich hier vorstehen und sagen, ey, du bist noch nicht krass genug, du kannst noch nicht rein. Aber weil wir die Liga durch haben, macht er das jetzt nicht mehr. Und ja, ich guck mal kurz, wie ich an einen Relaxo rankomme. So, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe immer eben einen Relaxo geholt. Und jetzt können wir mit dir reden. So, hababla. Würdest du mir bitte zeigen? Mal überlegen, ein Pokémon, was den ganzen Tag lang nur isst und schläft. Wie heißt das Pokémon nochmal? Achso, ich muss es meinem Team tun. Oh, ein Relaxo? Das sieht wirklich aus, als ob es viel essen kann. Ich habe sogar eine App für den Pokédex, worauf ein Relaxo abgebildet ist. Und da du mir ein echtes Relaxo gezeigt hast, gehört diese App ab sofort dir. Die Eieruhr. Die Eieruhr ist ein Timer, der auf maximal 99 Minuten gesetzt werden kann. Ja? Schauen wir uns die nochmal an, würde ich sagen. Hier ist sie. Sieht ja nicht cool aus. Mit so einem Relaxo. Ja, jetzt können wir die auf den Timer setzen und dann neu, wenn wir mal auf neu gehen. Was passiert, wenn der Timer schlägt? Machen wir mal, Moment, damit schnell geht. 3 Sekunden. Was macht er dann? Dann schlägt er aus seinem Bauch. Ja, ziemlich cool, wie ich finde. Jetzt, wo du die Eieruhr hast, möchtest du da nicht sofort was kochen? Ja, okay, dann gehen wir mal kurz was kochen, ne? Weißt du, es gibt da so ein paar Pokémon, die ich noch nie zu Gesicht bekommen habe. Würdest du mir bitte zeigen? Mal überlegen. Diesmal möchte ich einen Pokémon sehen, das seine Farbe wechselt, wenn etwas passiert. Das ist wie ein Keklion? Ja, genau, ein Keklion. Ach, wie farbenprächtig. Ich habe sogar eine App für das Pocket für im Keklion-Design. Und da du mir ein echtes Keklion gezeigt hast, gehört diese App ab sofort dir. Ich hab's mal eben in mein Team gepackt. Und da haben wir die letzte Pocket-App, der Farbwechsler. Mit dem Farbwechsler kann die Farbe der Pocket-Anzeige geändert werden. Gucken wir uns auch noch kurz an. Und zwar wisst ihr ja, der Pocket ist normalerweise dieses grünliche, Gameboy-farbige. Aber wenn wir das hier regeln, können wir die Farbe für immer ändern. Also es gibt, Moment, nochmal zurück. Es gibt ja grün, das normale. Es gibt gelb, orange, rot, lila, blau, hellblau und blass. Ja, genau. Ja, kann man sich ja austoben, welches einem am besten gefällt. Tatsächlich gefällt mir sogar grün am besten, deshalb lasse ich es auf grün. Aber da habt ihr es. Das sind alle 20 Pocket Apps, die es hier in BDSP gibt. Genau. Das sind alle. Was ich ziemlich blöd finde hier bei der Quest, um alle Pocket Apps zu bekommen, ist, dass man Keklion braucht für die eine App. Und Keklion ist leider Diamant-exklusiv. Deshalb dauert das bei mir ein bisschen, bis ich das endlich hatte. Und, naja, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns doch den Park mal ein bisschen an, oder? Ja? Willkommen im Hamanasu-Park. Oder auch Ramana-Park, wie man es nennen will. Die Hamanasu-Rose, die hier in großer Zahl blüht, macht diesen Ort zu einem beliebten Ausflugsziel. Außerdem finden sich hier die besten Trainer von überall her ein. Die Hamanasu-Rose scheint starke Trainer fast magisch anzuziehen. Wow, das sieht sich echt krass an. Gucken wir uns das mal in der nächsten Folge genauer an, würde ich sagen.